Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Hearts. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen rumlaufen und ein bisschen kämpfen, denn die letzten Teile und auch die folgenden Teile, kann ich jetzt schon sagen, werden mit sehr viel Text verbunden sein. Also kann ich erstmal ein bisschen was erzählen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich erkläre, warum ich Shushen zum Beispiel etwas jünger spreche. Das liegt daran, er ist zwar 60 und man hört ihn auch im Kampf etwas älter, aber ich bin der Meinung, man sollte unbedingt auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, denn er ist ein Adept. Und ein Adept, ja, ein Gelehrter, den sollte man vielleicht optimalerweise mit einer Opa-Sprache sprechen. Aber ich möchte einfach mal was anderes ausprobieren. Und außerdem, die normale Stimme brauche ich für Nebencharaktere. Denn Yuri jetzt zum Beispiel spreche ich ja schon recht rude oder recht hart. Weil eben halt, es passt nicht, wenn man ihn normal spricht. Man sieht ja schon, wie er auftritt. Und auch in seiner Wortwahl. Da kann man nicht einfach so ganz normal sprechen. Und, ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Genau, wir sollen ja jetzt hier diesen Ort Dalian von den Monstern befreien. Was uns natürlich eine Freude ist. Aber auch wichtig ist, dass wir jetzt hier die Gegner möglichst schnell beiseite schlagen. So, ich hoffe, man bekommt den Ton noch einigermaßen mit. Ich werde es erst nach der Aufnahme sehen. Denn diese Bilder, die ihr jetzt hier seht, die sind noch auf dem alten Rechner entstanden. Das heißt, ich kann für nichts garantieren. Es wird aber auch bald wieder auf dem neuen Rechner mit Shadow Hearts weitergehen. Und bis dahin bitte ich euch ein bisschen zu gedulden. Auf jeden Fall kriegen wir das jetzt hier auch hin. Und ich bin schon mal froh, dass das auf jeden Fall so klappt. So, als nächstes, genau, wir sollten ja nach der Quelle allen Übels suchen. Und die haben wir jetzt gerade da gefunden. So, wir treten mal da auf die Schwelle. Mal schauen, was jetzt kommt. Genau wie ich dachte, dieses Zeichen ruft all die Geister herbei. Wenn wir das loswerden, verschwinden die Monster, richtig? Na gut, lasst mich machen. Oh, Shushen macht jetzt irgendwelche Formeln. Und es kommt zum Kampf. Ja, der nächste Bosskampf steht an. Der Gegner ist sehr lästig. Aufgrund der Tatsache, dass... Ja, Millishu, ich habe den Fehler am Anfang gemacht. Aber das ist auf den falschen Aufnahmen entstanden. Ich habe ihn mit normalen Angriffen attackiert. Ergo, er war so gut wie gar nicht verletzlich. Man kann ihn nämlich nur mit Spezialangriffen verletzen. Und bei den ersten Aufnahmen ist das wirklich absolut nicht gelungen. Und ich habe da Probleme gehabt, weil die Charaktere sind ausgerastet und haben sich gegenseitig angegriffen. Und wenn Margarete da ihre Granate auf die eigene Gruppe wirft, ist das nicht von Vorteil. Ihr seht schon, das macht schon mehr Schaden. Ich wollte jetzt in diesem Kampf auch nicht zeigen, dass ein normaler Angriff keinen Schaden macht. Weil ich wollte den Gegner einfach nur so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Weil ich jemand extrem wütend war. Und jetzt kommt wieder die Granate und BÄM! Gegner explodiert und übersteht's aber trotzdem. Mist. Oh, fliegende Steine. Das ist eine sehr lästige Fähigkeit, die er hat. Er hat diese Erdfähigkeiten von Tigerion. Er wirft jetzt mit den Steinen und... Oh, ja, Schaden macht's ordentlich. Vor allem Shushen ist dagegen extrem anfällig. Schauen wir mal. Ne, wir machen ganz normal mit den Flammen weiter, die uns bis jetzt immer so gut geholfen haben. Die Flammentradition Riese. Und Brutzel, Brutzel, jetzt verbrenn du, scheiß Viech. Und? Ja, okay, 59 ist annehmbar. Margarete wird das nächste Shushen heilen, solange kann Yuri nochmal den finsteren Boden machen. Den ich sehr nützlich finde. So, da kommt er schon. Und 86, ja. Wenn ich etwas besser treffe, dann ist auch besser. Ich habe auch die Artikel sage ich schon, zu sehr in den Beruf bezogen. Die Gegenstände nach Schlachtfeld geordnet. Das heißt, die Pureblätter sind ganz oben. Aus einem einfachen Grund. Wenn die Zornpunkte unten sind, nicht gut. Ganz schnell weg damit. Ihr seht auch, der Einzige, der momentan viele Zornespunkte weg hat, ist der Held. Also Yuri. Aber auch nur deswegen, weil eben halt er sich verwandelt hat. Das Brock kostet nämlich Zornpunkte. Ja, ich hoffe mal, dass wir den Gegner so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. Und ich hoffe, dass ich auch demnächst schnellstmöglich die Videos vertonen kann. Vielleicht kriege ich sogar hin, dass ich demnächst die Videos zeitgleich mit den Spielen vertone. Denn jetzt, da mehr Arbeitsspeicher da ist, kann ich auch mehrere Programme nebenher laufen lassen. Bei mir war schon meistens schon mit, ein perfekter finsterer Bote. Schon mit zwei Programmen die Rechnerleistung schon fast ausgelastet. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das für eine Fähigkeit war meines Rechners.
So, wir machen weiter mit den Geheimwaffen. Jetzt kommt eine Granate, denn Yuri muss nicht unbedingt geheilt werden, ist meine Meinung. Oh, eine perfekte Granate. Oh, zwei perfekte Ringe hintereinander. Ja, die könnte ich auch gebrauchen, die Hilfe. Lass mal hören. Jawohl, wunderbar. So. 89. Annehmbar. Oh, oh. Jetzt greift es an, das Vieh. Das ist nicht gerade schwach. Wie man sieht. Oh, 58 Schaden und 31 Schaden. Das ist nicht gerade wenig. Ich kündige auch schon mal an, dass ich aufgrund des kleinen Bildschirms, mit dem ich bis jetzt immer gearbeitet habe, mich in einem folgenden, wie einem der folgenden Videos übelst blamiere. Aber mehr zu der gegebenen Stelle. So. Jetzt wollen wir doch erstmal gucken. Ah, der Gegner ist angeschlagen, er taumelt. MP von Yuri sind recht niedrig. Und jetzt kommt erstmal wieder ein Terablatt, was Shushin wirft auf Margarete. Shushin hat ja bis jetzt Glück gehabt. Der ist so gut wie unversehrt, beziehungsweise hat ja nur am Anfang einen Schaden bekommen und ist danach sofort geheilt worden. Und jetzt kommt noch eine Granate hinterher. Vielleicht hätte ich da nochmal schon ein Mana-Blatt auf Yuri werfen sollen. Denn dadurch geht ein Zug flöten, der schon ordentlich Schaden macht. Naja, man wird sehen, ob es sich auszeichnet oder nicht. Auf jeden Fall geht es schon mal gut ab hier mit der Granate. Ja, fliegende Steine wieder. Das ist total lästig, dieser Fähigkeit, dass er die so oft verwendet. Nochmal im Kampf vor der Aufnahme jetzt hier hat er das viel öfter gemacht. Und ist extrem lästig. Mann, die Flucht. Ich könnte nur die Fluchattacke machen, aber dann nehme ich doch lieber ein Mana-Blatt. Mal schauen, jawohl. Auf Yuri und zack. Ein gutes Ergebnis. Ja, und 50 MP dazu bekommen. Und jetzt mache ich den Fehler. Ja, beziehungsweise werdet ihr gleich sehen, was passiert. Margarete wird jetzt die Granate werfen. Und oh, vielleicht stirbt das Monster ja schon. Nee, tut's nicht. Schade eigentlich. Ja, jetzt kommen nämlich fliegende Steine. Und dreimal dürft ihr raten, wer auf wen sie kommen. Bei meinem Glück. Genau, auf Shushin. Und Shushin ist besiegt. Aber das ist mir jetzt sowas von Latte. Ich habe Rache geschworen und jetzt kommt der finstere Bote hinterher. Und zack, ein perfekter finsterer Bote als Rache. Ja, jetzt wird der Gegner sehen, was er davon hat, wenn er uns so angreift. Und, ja, hinfällig, besiegt. Der Monster fällt in seine kleinen Teilchen und explodiert. Schön, 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 schön. Ja. Der Erfolgsjingle. Ordentlich an Punkte bekommen wir und auch Geld. Yuri und Margarete leveln auf. Shushin wäre nicht aufgelevelt, wenn er dabei gewesen wäre, aufgrund der Tatsache, dass er noch so viele Punkte gebraucht hätte. Und das Erdelement lädt sich auf. Jetzt habe ich schon fast Stufe 2 erreicht. Welche auch von Vorteil ist, wenn man schon sehr früh die Stufen hat. So, das Siegel ist gebrochen. Ha, damit wäre das erst einmal erledigt. Aber ich frage mich, warum eigentlich dieses Dorf von bösen Geistern heimgesucht wurde. Seit Generationen verehren die Dorfbewohner den blauen Drachen an einem unterseeischen Schrein nahe der Küste. Vor einem Monat schlug ein Blitz ein und der Drache wurde eingesiegelt. Ja, super. Daraufhin wurde Lili zu einem Geist. Ja, nee, ne? Moment mal, das kenne ich doch. Genau, wie es in Shaoyang passiert ist, oder? Das heißt... Herr Alleswisser, ihr wisst, wer der Oberboss ist, stimmt's? Moment, wir wurden in Fengtian auch angegriffen. Es ist der alte Knacker Dehuai, stimmt's? Ha, Dehuai, der Hund. Oh, ihr habt ihn also schon getroffen? Jedenfalls hast du recht. Von seinem Turm in Shanghai aus zieht er die Fäden. Er will die Macht über den ganzen Kontinent an sich reißen. Indem er seine taoistischen Zauberkräfte auf verbotene Weise nutzt. Was kann Dehuai bloß von uns wollen? Er will Alice. Er will Alice. Wofür denn das? So. Jedenfalls haben wir es geschafft, den Zauber zu brechen. Der Dorf ist der Dorf, der auf diesem Dorf lag. Gehen wir zurück zum Restaurant. Ja, machen wir doch glatt. Wenn du uns gehen lässt. Mann. Ja, ne, wir machen hier an dieser Stelle einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal, sprach der Raven Knight nimmermehr.